Welche Maßnahmen gibt es für Unternehmer, um das Risiko zu minimieren? Und ich fasse diese Frage jetzt mal als ganz allgemeine Frage auf. Ja, die Schlüsselbegriffe sind hier Risiko, Maßnahmen und natürlich für Unternehmer. Es geht also um das unternehmerische Risiko und das soll minimiert werden. Also Risikominimierung, Maßnahmen. Und da gibt es vier grundsätzliche Maßnahmen. Ich gehe jetzt noch nicht in die Details, so könnte man die Frage natürlich auch verstehen, ja, indem man zum Beispiel sagt, ja, man kann für gewisse Dinge ja Versicherungen abschließen, dann ist das eine zulässige Antwort. Aber ich gehe eine Ebene drüber und sage, das erste ist die Risiko, jetzt kommt das Entscheidende, Vorbeugung. Dann die Risiko, Sie sehen, das Wort Risiko kommt hier immer vor, die Risikostreuung. Ich beziehe zum Beispiel meine Ware nicht nur von einem Lieferanten, denn wie stehe ich da, wenn der ausfällt, sondern von zwei oder drei. Das ist Risikostreuung. Dann Risikobegrenzung. Hier kann man zum Beispiel gewisse Verträge so gestalten, dass das Risiko begrenzt ist und Risikoabwälzung. Ja, das ist ein bisschen was anderes oder geht weiter als die, nicht ein bisschen, sogar mehr, geht über die Risikobegrenzung raus. Hier wälze ich das Risiko komplett ab. Also die entscheidenden Worte sind Vorbeugung, das Risiko streuen, das Risiko begrenzen und das Risiko abwälzen. Und im Folgenden werde ich dazu noch weitere, in den folgenden Videos werde ich dazu noch weitere Beispiele geben. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.